Hi, I'm Ryan Terry and I'm from England. I'm the current UK national champion, British champion, Arnold Classic champion, and just got my AFBB Pro card. And I'm a USN sponsored athlete. I've got Felix for the week as well, so he's my training partner for the week from Team Shape U. Herzlich willkommen zu unserer Workout-Serie mit Ryan. Ich bin Felix. Meine Aufgabe ist ein bisschen die Tipps von Ryan an euch weiterzugeben, vielleicht eigene Tipps noch selber zu integrieren. Today's day one of our six-part workout series. We're gonna be hitting back today. First of all, we're going to start with wide grip pull-ups, which is own body weight, superset with closed grip seated row. That's just going to emphasize the width on the back, and then we're going to go for the depth as well. So we're going to hit two parts to the back, supersetted. Genau, jetzt ist Tag 1, Rücken steht an. Wir machen gleich mal einen Supersatz zum Anfang. Setzt sich zusammen aus weiten Klimmzügen und da im Sitzen enges Rudern. Einmal hier die erste Übung für den Latissimus, für die V-Struktur. Und die zweite Übung ist enge Rudern für die Tiefe, für den Trapezmuskel. Genau, let's do it. Yeah, ready? Yeah. Well, let's get started. Ryan hat hier gleich mal den Fokus auf mehr auf seinen Rücken gelegt durch die Griffvariation. Er wählt hier den Suicide Grip, legt den Fokus ein bisschen weg vom Bizeps, mehr auf den Rücken. Und stellt euch immer vor, ihr zieht die Brust zur Stange hin, dass ihr schön in euren Rücken reinzieht. Dann stellt einfach sicher, dass die Übung richtig schön auch auf die Stelle geht, wo sie hingehen soll. Right, that's what I've just supersetted with wide grip pull-up. As you can see, I was keeping my back straight at all times, having a slight stretch forward. As I was coming out, I was squeezing, wasn't leaning back, trying to keep form at all times. I was going for the 12 to 15 rep range, because we've done the heavy weights there, just trying to keep the volume within the superset. I like to start with wide grip pull-ups, purely because it's a heavy weighted exercise. I like to start with that while my glycogen levels are really full, really high, so I can get the best out of the workout on this one. As you can see, as he's pulling up, he's keeping his lats spread, so he's putting all the emphasis onto his, basically his width, his lats. He's not bringing his shoulders into play or his arms by hunching forward. For me, I always say go to failure, and then he's going to superset. Good. Now feel the burn, let's go, come on. Slight stretch forward, squeeze through, perfect. Each one counts. Yes, and again, up. Good. Up. Volume, perfect. Good. Set. Genau, das war jetzt der zweite Teil von diesem Übersatz. Hier ist besonders wichtig, dass ihr euch ein bisschen nach vorne lehnt bei der Anfangsbewegung. Da habt ihr ein bisschen größeren Stretch in eurem Lat. Und lehnt euch nicht nach hinten, bleibt gerade, also ihr lehnt euch leicht nach vorne. Geht aufrechte Position vom Griff her. Ist auch wieder möglich, den Fokus ein bisschen weg vom Bizeps zu legen, indem ihr wieder den Suicide Grip nehmt. Und da stellt sicher, dass das Allerwichtigste, dass die Ellbogen immer schön am Körper sind und wieder den Muskel schön spüren, also schön squeezen. As this is still our first exercise and it's really weighted, we're doing three sets to failure. So we're going to go positive failure, as long as you're still isolating that back. So as soon as you start bringing your arms and shoulders into it, we drop it and go into the superset. We're going to look for failure really, so anything 6 to 8 to 10, fantastic, we can get that out. So we're going to try and get a minimum of 6. Genau, also bei dieser Übung ist es sehr wichtig, dass ihr immer an euer Limit geht. Wir machen hier keinen Aufwärmsatz. Wir fangen gleich an, an unsere Grenze zu gehen. Wie viele ihr schafft, 6, 8, 10, spielt keine Rolle. Hauptsache, ihr geht hier in volle Power. Ha, good ride. Come on. Genau, jetzt letzter Satz. Nochmal richtig ans Limit gehen.
Die Vorgabe war ja 12 Wiederholungen, wenn euch das in den ersten zwei Sätzen ein bisschen zu leicht war, könnt ihr es natürlich das Gewicht erhöhen. Es ist keine direkte Vorgabe 12. Also ich soll jetzt nicht sagen, ich sagte 12, machen 12 Wiederholungen und hören dann auf, sondern es ist so 12 anpeilen, wenn es 13 sind, auch in Ordnung, wenn es nur 11 sind, auch in Ordnung, sondern dass ihr an euer Limit geht. Dass ihr dann aufhört, wenn nichts mehr geht. So wie er jetzt. So, komm, die letzte. The last one. Good. As you can see, I went for 16 reps there. I just felt like I had a bit more in the tank. I still isolated, still squeezed, but I went to failure. And that's what I always suggest. Always try and go to your own failure. Keep in form at all costs and trying to keep form at all times, but really push those boundaries and push yourself. Genau, also es zählt einfach, dass die Form passt. Nicht unbedingt, dass das Gewicht das Größte ist oder das Schwerste, was ihr bewegen könnt, sondern einen guten Mix zu finden zwischen Gewicht, das euch fördert, und einer guten Ausführung. Das ist das Geheimnis. Now we're going to move on to closed grip pull-up, supersetted with wide grip pull-down. So again, we're going to superset it. We're going to do a closed grip pull-up, supersetted with a wide grip pull-down. So it's the similar exercise, just a different way around. So we're still doing own body weight into machine pull-down. Genau, wir machen jetzt weiter mit der zweiten Übung. Wir machen weiter mit dem zweiten Superset. Aber jetzt tauschen wir die Übungen, machen zuerst enge Klimmzüge und gehen dann weiter an den Kabelzug und machen Latziehen, einfach um hier nochmal den Reiz andersrum zu setzen und jetzt natürlich das enge mit Körpergewicht und das weite mit an der Maschine zu machen. Ihr geht hier natürlich wieder bis zum Versagen. Wenn ihr mehr als 10 schafft, dann nehmt auf jeden Fall zusätzliches Gewicht, weil der Teil der Übung ist auf jeden Fall für die Stärke, für die Kraft verantwortlich. Aber dadurch, dass ihr schon zwei Übungen hinter euch habt, werdet ihr wahrscheinlich hier auch nicht mehr allzu viele schaffen. Versucht wieder schön nach hinten in den Rücken reinzuziehen, macht hier eure 8 Wiederholungen und geht gleich weiter zur Maschine, zum Kabelzug, Latzug. Und da streben wir so 12 bis 15 Wiederholungen an, also wäre das Gewicht so, dass ihr ein bisschen höheres Volumen schafft. Dann habt ihr auch wieder beide Sachen drin. Die erste Übung Kraft und die zweite dann eher auf Volumen. Genau, der zweite Teil vom Supersatz, schön zu Push ziehen. Versuch wirklich die Push-Fäden sogar kurz zu berühren mit der Stange und sie wirklich schön hinten reinziehen, die Ellbogen schön hinten lassen. Also nicht irgendwie so einfach ist, hier so vorne zu ziehen, sondern lieber so wählen, dass es schön geht. So it's slightly lighter weight, but I really emphasize the squeeze at the bottom, keeping the lat spread at all times, so I really get that squeeze and that pain through there. Good. Room for depth. This exercise is designed for thickness on his back, getting all the little indentations and all the symmetry between his left and his right side. Good, keep going. We're going to go to failure, so as long as he's not swinging, all on his back, good. Good, come on. Yes. Now he's gone to positive failure, we're going to go straight into a wide grip pull down. Good. Looks like he's got no swing, he's keeping his lat spread, so he's really emphasising that squeeze on the lat. Good. Good. Nice and controlled. If he finds 12 to 15 is too easy, we're going to up the weight for the next set. Genau, das Gewicht war jetzt ein bisschen zu leicht für mich. Ich habe gut 15 Stück geschafft. Im nächsten Satz werden wir es ein bisschen erhöhen. Wichtig ist, dass ihr auch keinen Schwung rein habt, dass ihr es hier wieder schön squeezed. Okay. Yep. Next set. Right, we're going into our third and final set. So, 6 to 8 reps and I'm happy. Genau, Ryan macht jetzt seinen letzten Satz. 6 bis 8 Wiederholungen peilt er an. Leute, ganz wichtig bei der Übung ist, zieht richtig schön eure Brust zur Stange hin, zieht in euren Rücken rein, damit ihr das richtig spürt. Auch hängt euren Lack unten richtig aus, damit er richtig gedehnt wird. Mit diesem Positive Failure, was ihr meint, meint ihr einfach, dass ihr bis zum eigenen Muskelversagen geht. Sprich, es hilft euch niemand, ihr geht nochmal hoch. Squeeze das kürzer, also spannt die Muskel an, konzentriert euch auch richtig auf den Muskel, den ihr gerade trainiert, in dem Fall eben den Rücken-Trapezmuskel. Lasst dann langsam ab, dann fördert ihr wieder ein bisschen die Muscle-Mind-Connection. Ja, und dann läuft's.
klassischen Ordnung, wie ihr auch gerade bei Ryan gesehen habt, euch ein bisschen nach hinten zu lehnen und beim Hochgehen natürlich wieder gerade zu werden, also ein bisschen mitzuhelfen, aber versucht, dass das nicht ausufert. Right, we're finished with the supersets now. Now we're going to go on to straight sets, bent over row. Alright guys, we're on to the next exercise, which is a standing bent over row. We're going to do overhand grip, keeping the back straight at all times, and then we're going to go straight into underhand matching those reps. And then we're going to go straight on, straight off, so no rest really. So we're going to get that 30 second rest in between each other. And then after that, we're going to increase the weight. Ryan fängt jetzt an mit seinem ersten Satz. Es ist sehr wichtig, dass ihr hier euren Rücken gerade lasst, damit ihr euch nicht verletzt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch einen Gürtel anziehen, um euren unteren Rücken etwas zu schützen. Von der Griffhaltung machen wir jetzt folgendermaßen. Als erstes kommen die Wiederholungen im Überhandgriff und dann machen wir gleich im Anschluss die Wiederholungen im Unterhandgriff. Right, you're set. Straight up. Aim for that 20 rep range. This is targeting the upper back and the upper lat. And then the next one, with the underhand grip, we're going to go for lower lat, more thickness within the back. Good. Perfect, no rest, straight in. Ja, der Grund, warum wir das machen mit diesem Wechsel von den Griffvariationen ist, wenn ihr Überhand Griff habt, spricht ihr mehr euren Trapezmuskel an, den oberen Trapezmuskel. Und jetzt im Unterhand Griff wird die Belastung mehr auf den Lat gelegt, auf den Latissimus. Dann habt ihr auch wieder beide Aspekte drin. Müsst ihr mal ein bisschen überlegen, was mache ich und warum mache ich es. I'm going to say the more he bends over the bar, the more isolated he's going to get it, and the better squeeze and the more control he's going to have over it. He's also bringing his core into play as well while he's bent over, because all that weight is focused on his midsection, his core, and obviously his back. Good. Right, we're into the second set now, so as you can see, we've increased the weight straight into overhand again. Okay? Right, we're into the third and final set. And we're hoping to get 10 reps on this. And we'll try and keep form as best I can. Like I said, I'm going heavy on this now. Genau, das ist unser schwerster Satz, der dritte. That's the end of this exercise. We've just done 6 sets in total, so we've done 3 overhand and 3 underhand. We're going to go on to deadlifts now. Genau, das war's jetzt mit dieser Übung. Wir haben jetzt 6 Sätze insgesamt gemacht. 3 im Untergriff, 3 im Übergriff
Also haben nochmal den Trapezmuskel, nochmal den Lat angesprochen. Jetzt geht's weiter mit Kreuzheben. Yeah, ready? Let's do this. Last and final exercise, we're going to do a deadlift. We're going to increase the weight every time. We're going to do 3 sets. Genau, Lettschuh und Kreuzheben. Wir werden das Gewicht von jedem Satz steigern, werden 3 Sätze ausführen. Jetzt im ersten Satz zeige ich euch ein bisschen die Technik, auf was ankommt. Notice at all times he's got his back straight, his arms shoulder width apart. Nice strictly, just touching the floor. He's not slamming the weight down, he's keeping control the whole time. Good. The first set we're going to just get blood into the muscle and make sure everything's warmed up. So we're going to go up for about 15 to 20 reps. Then we're going to start increasing the weight, lowering the reps down and really going to failure. Genau, also von den Wiederholungen beim ersten Satz, Aufwärmsatz, 15, 20 Wiederholungen. Dann erhöhen wir das Gewicht schrittweise, damit die Wiederholungen weniger werden. Zur Technik, führt die Stange schön eng an euren Oberschenkeln, an euren Schienbein nach unten. Schaut, dass euer Rücken immer schön gerade ist. Und erhöht das Gewicht erst, wenn ihr euch sicher seid, dass die Ausführung richtig gut ist. Weil da kann man sich sehr schnell verletzen. Right, because we're trying to grow at the back, trying to get the thickness, obviously we increase the weight. I don't want to be going above the 12 rep range now because I really, really want to start growing the middle and the lower back. So I brought my grips along just to give me that extra grip because my grip will always fail over my lower back. So we're always just going to make that so I can push through my my plateaus. Genau, Gewicht zu erhöhen, dass ihr jetzt ungefähr 12 Wiederholungen schafft, wir nehmen nicht mehr als 12 Wiederholungen. Da meistens der Fall ist, dass eure Hände vor eurem Unterrücken am Ende der Kräfte sind, gibt es hier Zughilfen, eine super Sache, oder ihr arbeitet mit Kreuzgriff, je nachdem, wie es euch am besten gefällt. Notice how I kept my head up as well. Keeping form, less strain on the neck as well. Genau, euer Kopf schön oben lassen, nicht irgendwie die Wirbelsäule einknicken, damit ihr die Belastung nicht auf den Nacken legt. Right, that was the last set for deadlift. That's day one finish. That's the back workout. Tomorrow we've got shoulders. Thanks for that. Thanks for the workout. It was great. Good man. Wir sind jetzt durch mit unserem Rückenworkout. Für mehr Videos schaut auf shapeyou.de vorbei. Wir sehen uns.